Ja, und damit herzlich willkommen zum nächsten, zu einem neuen Projekt hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht natürlich Assassin's Creed Mirage, also die Fata Morgana quasi. Ja, darauf haben wir uns heute eingeschossen. Das wollen wir spielen zusammen. Ja, ich drücke schon mal hier die Taste. Add-ons werden gesucht, bla bla. So, ja, ich habe noch nicht angefangen, ich habe noch nicht gespielt, gar nichts. Ich kenne Assassin's Creed, die ersten Teile kenne ich, bis Black Flag. Black Flag habe ich nicht mehr richtig gespielt, nur so halb quasi. Und danach die Teile habe ich bis jetzt noch gar nicht gespielt. Wenn das jetzt hier gut klappt und das Bock macht, dann werden wir uns natürlich dann über die Zeit, über die Jahre, über die nächsten Jahre noch die anderen Teile von Assassin's Creed vornehmen. Ganz selbstverständlich. Wir spielen es erstmal jetzt kurz ohne Webcam. Und wir werden mal sehen, vielleicht in der nächsten Folge mit Webcam. Es ist ziemlich dunkel jetzt hier und ziemlich spät schon. Und ich muss jetzt nur noch schnell die erste Folge aufnehmen, weil es eben gerade rausgekommen ist. Heute ist der 5.10.2023. Und es ist 1.19 Uhr und es war eben gerade freigeschaltet, das Spiel. Und ich dachte mir, komm, wir legen direkt los, was soll's. Wir machen ein neues Spiel. Mal sehen. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo, er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen.
So, Meister Dieb von Al-Anambar. Wir sind natürlich Basim. Ihr habt das schon mitgekriegt. Und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind natürlich, Basim, genau, das sind wir. Es spielt in Bagdad. Die Zeit kann ich nicht genau sagen, aber so, ich denke mal, Aladdin hat schon gelebt. Einsammeln. Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gaunerlebens. Du sagtest, wir hätten einen Auftrag. Erledigen wir ihn. Ja, ja, ich komme ja schon. Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Ich hoffe, deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Okay. Verlasse das Versteck. Wir sind natürlich im Tutorial. Mal gucken, aber ich sammle das mal alles hier ein. Was gibt's hier noch? Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht magst du die schönen Dinge des Lebens. Na so. Hier mal in die Sonne. Die Sonne schön wirft warm. Lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Okay. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Setz dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Ort entdeckt, Al-Anbar. Okay. Yes. Parkour. Ist die Leertaste für Parkour. Okay. BSAD. Oh, das kann was werden. Ich hoffe, das Spiel verzeiht Fehler beim Drücken. Wow. Nice. Okay, wir müssen jetzt durchschlagen. Erstmal. Unseren Weg machen. So, warte mal, ich will ganz kurz. Ich weiß, dass wir im Tutorial sind und wird wahrscheinlich nicht viel zu stehlen geben. Da könnte nicht mal ein Apfel oder irgendwas. Also, weiter. Dann fühlst du wirklich ein bisschen wie bei Aladdin, ne? Und den 40 Räuber, quasi. In Akbar. Was heißt das so ähnlich? Anbar, Akbar. Laut Ubisoft soll die Stadt wohl sehr groß sein. Und sehr belebt mit NPCs und so weiter. Und wir können wohl, also jede Aktion, die du machst, hat wohl Auswirkungen auf die Bewohner. Das ist das, was ich so gelesen habe. 52 Meter. Die ist da oben, oder was? Scheiße, muss ich da hochkommen. Ne, da ist er. Sorry. Ja. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Oh,
Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. V für Adlerauge. Ah. Geht jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Komm her! Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Okay, wir sind also Diebe. Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Taschendiebstahl. Setze das Adlerauge ein, um den Beutel zu finden, welcher Kostbarkeiten enthält. Drücke in der Nähe E, um einen Taschendiebstahl durchzuführen. Drücke im richtigen Moment erneut E, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen, ohne erwischt zu werden. Okay, wir versuchen das natürlich. Wo willst du denn hin? Nein! Ja, fern! Wache! Dein Langfinger! Hilfe! Moment! Vorsicht! Es geht ein Dieb um. Und dort drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Okay, Adlerauge. Da ist unsere Begleiterin. Oh shit. Die sind irgendwelche Wachen, die uns ans Leder wollen, wie es aussieht. Welche meint sie denn? Die hier, die an dem Stand steht. Nee. Welche meint sie denn? Ach da, ich sehe das Beutelchen. Dann können wir es im rechten Moment eh drücken. Oh. 4 Dirhams gab es dafür. Weiß nicht, was das bedeutet, wie viel das ist. Ich kenne mich nicht aus mit dem. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwas heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Ja. Darwish wartet sicher schon. Okay. So. Geronimo. Hallo-Sprung. Pfähle sind seitlich an den Gebäuden. Lehnen kann man nutzen, um große Abstände zu überspringen. Okay. Ich kann mal versuchen, da nochmal hinzukommen. Das kann man ausprobieren. Okay. Schade. Das habe ich verbimmelt. Aber ist nicht schlimm. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Einfach. So, wir müssen 32 Meter in die Richtung. Parcours spielt sich sehr dynamisch, muss ich sagen. So. Da ist Bassem. Hallo. Die kennen mich irgendwoher. Schön, dich zu. Hey, Kinder. Die haben aber viel Energie. Hallo. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mit Sicherheit großspurige.
Hast du was Gutes gestohlen? Hallo, was? Komm her, na komm. So, überall Gesprächsoptionen. Ich will mal ganz kurz mich durchhören hier. Amin, hallo. Wie geht es deinem Knie? Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiki. Sadiki heißt mein Freund. Aha. Ist schön, weil man kennt ja so viele Fremdwörter nicht. Oder viele. Die Sprache ist ja nicht gebräuchlich. Das ist kein Englisch. Die da eigentlich gesprochen wird in Bagdad. Und das ist immer gut, dass wir so mal ein paar Wörter müssen durchblicken zu lassen. Fahmi! Bassem! Der Kalif ist gerade mit seinem Hofstaat angekommen. Hast du sie gesehen? Habe ich nicht. Aber dafür einige seiner Händler auf dem Marktplatz. Ich war ganz nah dran. El Mutawakkil ist viel, viel größer, als ich gedacht hatte. Ein wirklich riesiger Mann. Kein Wunder. Er schlägt sich den Bauch voll mit Speisen und Gewürzen, die wir, wenn wir Glück haben, einmal im Leben kosten können. Ich hörte Gerüchte über einen wichtigen Besuch. Aber ich kann nicht sagen, von wem. Ich habe Geheimhaltung geschworen. Lass mich raten. Von Halla, der Tochter des Palastwächters. Was? Woher wusstest du das? Ich weiß, wo du wirklich hingehst, wenn du sagst, dass du Wasser holst. Sie ist gütig. Dir eine gute Freundin. Und eines Tages vielleicht mehr. Ah, was? Ich meine es ernst. Sie wird dich von Ärger fernhalten. Das würde dir guttun. Bis dann, Fahmi. So. Den haben wir jetzt gesprochen. Oh, streicheln. Oh, geil. Nice. Kätzchen. Der Katzenflüsterer. So, haben wir noch mehr Gesprächsoptionen mit M? Sieht er die Karte? Hier ist noch irgendwas. Oh, das ist, glaube ich, nur der, den wir verbimmelt haben, den Diebstahl. Oder eine Quest, ich weiß nicht. Wir müssen uns erstmal das Hut erstmal gewöhnen. Das ganze UI ist das mir alles auch mal fremd ein bisschen. So, wir gehen mal hier rein. Wir müssen ja nicht immer rennen, das sieht aber blöd aus. Hey. Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment. Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zu Seida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst ja dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Ja, und mein Lohn. Das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Grafik ist schon echt geil, wenn du guckst, ne? Also es muss schon Respect, don't do it. Ist das zum Lesen?
unter unseren Sammlern, Darwins Sadiki. Oh, wie die größte Schönheit hinter einer unscheinbaren Fassade verborgen sein kann. Unbezahlbare Edelstahle verstecken sich hinter dem einfachsten Stein und der bescheidensten Ladenfront. Du musst wissen, dass ich erlesene Kostbarkeiten sammle und dass wir zu Ohren kamen. Du hättest wertvolle Steine aus Sanaradib, Smaragde aus Khorasan und Perlen aus dem Meer von Al-Hindi auf Lager. Solche Geschmeide würde ich ewig in Ehren halten. Nenne mir einen Preis, ich werde ihn bezahlen. Okay. Noch mehr zum Lesen? I don't think so, wir wollen dem auch nichts klauen, das ist ja unser Kumpel oder mehr oder weniger unser Arbeitgeber. So, jetzt kann ich noch mit den ganzen Kindern sprechen hier. Okay. Wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balk genannt und nur, weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen, wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. So, das war eine Nebenquest, die wir uns gerade abgeholt haben. So, wir laufen mal langsam. Bist auf dich allein gestellt. Reden noch mal mit unserer Freundin. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Bassi. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Das ist kein Auftrag. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Okay, kann man verstehen. Hier. Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Bassim. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Du hast viel dafür getan, Ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle. Wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Denkt da ist was dran. Trödeln, ja? Ja, ich trödel. Okay, so, da haben wir mit den allen gesprochen. Und ich denke mal, dann können wir jetzt loslegen, können das Verzeichnis holen. Und dann, ja, mal sehen, was noch auf uns zukommt. Ich habe Angst, dass ich hier alles verpasse. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte und entsorgt den Rest. Warte hier. Oh shit. Entdeckung. Wachen werden misstrauisch und sehen nach, wenn sie dich in einem Sperrgebiet erspähen. Drücke C, um dich zwischen hohen Pflanzen zu ducken und weniger leicht entdeckt zu werden. Gegner aus dem Weg räumen. Eliminiere Gegner, während du unentdeckt bist und dich und nicht in einem offenen Kampf verwickelt zu werden. Drücke F, um einen Gegner bewusstlos zu schlagen, ehe du entdeckt wirst und andere Gegner in der Nähe alarmiert werden.
Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Behäbig. Okay, wir verwenden mal das Adlerauge. Da scheint keiner zu sein da oben. Ich würde den gerne noch ausschalten, haben wir uns mal ein bisschen Ruhe und dann klettern wir da hoch. Die hier drüben sind gelb, das heißt, die tun uns wahrscheinlich nichts. Mit F war das. So, den tragen wir aber am besten. Mit E. Hier ins, nur ins Gebüsch. Komm mit. Blöd, Mann. Ja, also. Nicht, dass der irgendwie entdeckt wird. Erkundungsgebiet. So. Kann ja hoch. So, die Frage ist, wo wir überhaupt hin sollen. Mhm. Da ist was, wo ich reinspringen kann. Glaube ich zumindest. Da ist eine Truhe. Direkt unter uns. Die holen wir uns erstmal schnell. Würde ich sagen. Komme ich da rein? Da ist eine Tür. Verschlossen. Nicht mehr lang. Fällt dir den Schlüssel, um die Tür zu öffnen? Okay. Okay, wo könnte so ein Schlüssel sein? Vielleicht hat so eine Wache den Schlüssel. Vielleicht die durchsuchen die Wachen? Wahrscheinlich. Durchsuchen kann ich den nicht. Ich weiß, ob wir alle umbringen sollen oder ob wir alle bewusstlos machen sollen, aber ich finde das gut. Umso weniger gehen sie auf den Keks wahrscheinlich. Also wo. Könnte jetzt der blöde Schlüssel sein, der vermaledeite. Fische. Weiter. Ah, hier kann ich verstecken drin. Das ist so ein Merkmal gewesen von Assassin's Creed schon immer. Vergesst mich einfach. Sich an verschiedenen Orten verstecken kann. Wegen. Und in hinter Sträuchern ging immer. Das weiß ich noch. Hier geht's, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Ich habe eine Questmarkierung drauf. Das zum, müssen wir mal gucken, dass wir die irgendwo reinwerfen können. Nicht, dass die entdeckt werden und wir dann Ärger kriegen. Einsammeln. Dinar. Iran. Ich weiß nicht, was das für eine Währung ist. Dinar war eigentlich, oder? Dachte ich.
Aber ich bin da überhaupt nicht bewandert in den panöstlichen Kulturen, ehrlich gesagt. Da bin ich sehr überfragt, muss ich sagen. Aber das wird uns das Spiel schon ein bisschen beibringen, denke ich mal. Die Frage ist, wo wir den Schlüssel herkriegen. Ob das jetzt irgendwie, ob ich jetzt 2 Stunden suchen muss oder ob uns das Spiel das irgendwie sagen tut. Da nichts zum Reinwerfen von dem Typ. Wir haben nur eine Questmarkierung, das ist die da unten. Auf der Tür. Eieieiei. Ich will mal auf M gucken. Die Tür. Codex. Datenbank. Schwerträger, Schwertkämpfer, Tutorials. Bagdads Geschichte. Können wir uns dann nochmal angucken. Alles in Ruhe, natürlich. Sozusagen. Wir brauchen halt noch unbedingt jetzt was. Wie wir die Tür öffnen. Einfach kaputt treten könnte, ne? Denke ich mal. Der hat den Schlüssel da unten. Alles klar. So läuft das hier. Aber der wird nicht gefunden, der Schlüssel, sondern der wird besorgt. Was denn jetzt? Nicht gut. War das der Typ? Kein Grund, sich aufzuregen. Ja, kein Grund. Ja. Pfeifen. Manchmal ist es das beste, Gegner einzeln unbemerkt auszuschalten. Bist du versteckt? Kannst du sie durch X-Pfeifen anlocken? Jetzt kommt doch nicht mehr. Aber das war der Schlüsselträger, glaube ich, ne? Jetzt komm doch. Nein, komm doch mal her, kurz. Was? Den Pferdeharnisch habe ich gekriegt, plus 1. Mal unser Diebesgut. Knochenwürfel, die Ram.
Okay, ein bisschen was gekriegt, aber der Schlüssel war jetzt nicht dabei, oder? War jetzt der Schlüssel dabei? Das ist doch die Frage. Drück mal V. Mit V müsste man eigentlich sehen, was man looten kann, oder? Da denke ich mal. Von der Seite die Tür entriegelt. Ach, da ist der Schlüsselträger. Mal kurz gucken, was der macht. Ich hab eine Idee. Okay, da reagiert nicht drauf. Aber da geht immer nur zwischen den zwei Tischen hin und her, so wie es aussieht. Manchmal müssen wir bei dem Spiel öfters mal uns die Laufwege angucken von den NPCs. Und gucken, dass da nichts schief geht. So. Taschendiebstahl? Nieder mit dir! Eindringling! Oh shit! Ich muss weg. Jetzt machst du dir ins Hemd, hä? Elender Feigling. Oh, ich glaube doch. Ich kann nicht, ich muss sogar. Sichtkontakt unterbrochen. Gegner werden die Umgebung deines markierten letzten bekannten Standorts untersuchen. Okay. Ich töte dich. Anonymität. Die Gegner haben aufgehört zu suchen und du bist schon wieder unbekannt. Um Kämpfe zu entgehen, solltest du weglaufen und dich verstecken. Wenn du entdeckt wurdest, halte dich nicht auf. Ich häute dich, wenn ich dich finde. Okay, cool. Er häutet mich, wenn er mich findet. Ich selber häuten, du Spassi. So, hier, Tür aufschließen. Da. Ist es das, wonach ich suche? Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Grießkram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. Ja, wir werden noch ein bisschen looten hier auf jeden Fall. Einsammeln. 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 Weiß nicht, wie es mit dem Inventar ist. Ob ich mir wieder einen Mod installieren muss. Ich weiß es nicht. So, wir könnten da mal aus der Hocke rausgehen, wenn wir hier in dem Raum sind. Da oben komme ich nicht dran. Da ist noch ein Trüchen. 24, die RAM. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Ich hoffe, die sagen es nochmal. Adlerauge, was können wir jetzt noch hier? Da ist noch eine Kiste da drüben. Wäre natürlich hier nicht, dass den Ort verlassen, ohne ohne die Kiste dazu finden. Ohne alle Kisten zu looten. Mal hier hoch. 1 und 3. Das Markierungen sind, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, die habe ich von markiert, das sind die Kinder. Da ist der Typ, der liegt immer noch da rum. Das wollte ich gar nicht. Irgendwie da rein.
Plündern. Ja, schön dürfen, wenn wir das ganze Zeug hier lassen würden. Vielleicht brauchen wir es noch für irgendwas. Wenn die uns schon nichts bezahlen von diesen Schattenmenschen, dann müssen wir uns zumindest unser täglich Brot selbst verdienen. Unser täglich Diebstahlbrot. Da ist auch noch eine Truhe da drüben, glaube ich. Ah ne, das sind Dings. Da sind noch Wachen. Das sind keine Truhen. Das sind Türschlösser. Ich glaube, wir können dann jetzt gehen. Wir haben ein bisschen was gelootet. Tür. Ne, die geht aber nicht auf. Wir können mal kurz hier ableuchten. Vielleicht sehen wir noch eine Truhe oder sowas. Ich würde fast sagen, nein. Okay. Für die erste Quest ist es immer in Ordnung, denke ich mal. So, wir gehen zurück jetzt. Aber ich muss mir für die nächste Folge dann werde ich mir mal den Controller installieren, anschalten, schon alles aufgeladen, alles gemacht, Xbox Controller, und dann spielen wir wahrscheinlich auch besser. Zwölf Meter, also wir sind da quasi. Ups, wollte ich gar nicht. So. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Solltest einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Ja. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Jassi. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Händler abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Oh nein. Oh, was ist jetzt passiert?
Tja, da ist wohl die Folge früher aus, als ich dachte. Keine Ahnung, ist gerade abgestürzt. Gut, wir spielen, ist der erste Tag, wir spielen am Release-Day quasi. Und da kann es schon mal zu Fehlerchen kommen, denke ich mal. So, aber wir haben die erste Quest geschafft. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht bei Assassin's Creed Mirage. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.